Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 71 Untergrund. Kann ich? Einen Moment noch. Aussage von Carolina Gorka bezüglich einer kurzen Zeit, die sie in der Londoner U-Bahn gefangen war. Aussage aufgenommen direkt durch das Objekt, 25. Januar 2017. Danke. In der Nacht vom 6. Januar 2017 verließ ich das Star of Kings und ging zur U-Bahn-Station King's Cross St. Pancras. Ich habe aus Gründen, über die ich hier nicht näher sprechen möchte, seit einigen Jahren die Tradition, Silvester persönlich mit einer Handvoll enger Freunde etwa eine Woche nach dem eigentlichen Ereignis zu feiern. Die letzten beiden dieser Feiern fanden im Star statt, einer Kneipe, die ich wegen ihrer Bierauswahl und der offenen, im Winter brennenden Kamine sehr zu schätzen gelernt habe. Es ist dort sehr behaglich. Es war genau 1 Uhr morgens, als ich ging. Es war Freitag und die Kneipe machte zu dieser Zeit zu. Die einzigen anderen Gäste, die noch da waren, waren ein Kollege von mir namens Andrew Barnett, meine Freundin Leanne Hilliard und ihr Ehemann Mark. Alle werden meine Anwesenheit und die Uhrzeit meines Gehens bestätigen. Ich hatte ursprünglich geplant, kurz nach Mitternacht nach Hause zu gehen, zusammen mit meiner Mitbewohnerin Tamara Simkin, aber ich war in eine ziemlich hitzige Diskussion mit Andrew verwickelt und bin bis zur letzten Runde geblieben. Auf dem Weg zur Haltestelle habe ich einen kurzen Zwischenstopp bei Crystal Kebab gemacht und mir eine Portion Pommes gekauft, die ich dann dort gegessen habe. Ich aß langsam, der Wind hatte aufgefrischt und ich war nicht scharf darauf, wieder in die Kälte rauszugehen. Als ich an der Haltestelle ankam, hatte ich das, was früher mal die letzte Bahn gewesen wäre, verpasst. Zu meiner Erleichterung erinnerte ich mich daran, dass die Victoria Line, die mich nach Hause in der Nähe von Seven Sisters bringen würde, vor kurzem angefangen hatte, an Freitagen und Samstagen die ganze Nacht hindurch zu fahren. Ich war zwar nicht begeistert davon, mir die Heimfahrt mit einer Bahn voller Betrunkenen zu teilen, aber das war nun mal das Risiko, wenn man am Wochenende trinken ging. Also machte ich mich auf den Weg, die Rolltreppen hinunter und durch die Tunnel zum nördlichen Gleis. Es war verlassen, außer mir war niemand sonst dort. Am anderen Ende sah ich eine andere Gestalt, nur eine, die aber die Treppen hinaufging. Aus der Entfernung war schwer zu sagen, aber ich glaube, sie hielt eine Schaufel oder etwas Ähnliches. Ich wartete dort über 10 Minuten, ohne dass eine Bahn kam, aber in dem Moment dachte ich mir nicht viel dabei. Es war unheimlich, dort zu warten, und vielleicht hätte ich das als Warnung begreifen sollen, aber es war die ganze Nacht so laut um mich herum gewesen, dass ich die Stille nun genoss. Ich hatte die Hoffnung, dass, wenn das Gleis so leer war, es in der Bahn vielleicht auch leise sein würde. Vielleicht hätte ich sogar einen Wagen für mich allein. Die Bahn hielt wie gewohnt an. Vielleicht quietschen die Bremsen etwas mehr, als sie sollten, aber ansonsten fiel mir nichts Seltsames auf. Im Nachhinein betrachtet war der Wagen vielleicht älter, als er hätte sein sollen oder staubiger, aber ich habe nicht so sehr darauf geachtet und habe nicht genauer hingesehen. Als die Türen sich öffneten, bin ich eingestiegen und habe mich hingesetzt. Es stellte sich heraus, dass außer mir niemand im Wagen war. Nur ich. Mein Handy-Akku war seit 2 Stunden leer, also konnte ich nicht Musik hören und ich saß einfach in Stille da, als sich die Türen schlossen und die Bahn anfing, sich vorwärts zu bewegen. Irgendwann war die Stille nicht mehr angenehm. Sie begann sich anzufühlen, als würde sie auf mich drücken. Selbst das Rumpeln der Bahn schien leiser zu sein, als wäre es auf irgendeine Weise gedämpft worden. Ich versuchte nicht darüber nachzudenken. Ich sah mir die Werbung, die gegenüber angebracht war, an. Aber die Anzeigekästen waren leer. Zumindest sahen sie zuerst so aus. Als ich aufstand und mich näherte, konnte ich sehen, dass etwas hinter dem Plexiglas war. Es war Dreck. Es sah so aus, als ob jede der Anzeigen mit einer Schicht trockener, fast gepackter Erde bedeckt war. Ich drehte mich zu denen hinter mir, über meinen eigenen Platz, und sah dasselbe. Ich streckte die Hand aus, um eine von ihnen zu berühren, und wurde von einem kleinen Schauer von Kies begrüßt. Jetzt, wo ich darauf achtete, konnte ich sehen, dass nicht nur diese Schilder mit Dreck bedeckt zu sein schienen. Als ich eingestiegen war, hatte ich einfach angenommen, dass der Wagen nach einem ganzen Tag mit Pendlern von überall her halt einfach schmutzig war, aber überall, wo ich jetzt hinsah, sah ich eine dünne Schicht aus trockener Erde. Es war auf den Plätzen, dem Boden, sogar am Rand der Fenster. Dort, wo ich entlang gegangen war, konnte ich meine Fußabdrücke deutlich auf dem matschigen Boden sehen. Es waren die einzigen. Ich entschied, dass ich an der nächsten Haltestelle aussteigen würde.
Als wir Highbury and Islington erreichten, wusste ich, dass es einen Nachtbus gab, den ich nehmen konnte, um nach Hause zu kommen. Es würde länger dauern, aber ich könnte diese Bahn hinter mir lassen. Und ich hatte wirklich kein gutes Gefühl, mehr dort zu bleiben. Also wartete ich. Ich war zu diesem Zeitpunkt etwa 3 Minuten unterwegs und prüfte ungeduldig meine Uhr. 5 Minuten vergingen. 8 Minuten. Ich war mir sicher, dass wir zu diesem Zeitpunkt die nächste Haltestelle erreicht hätten, aber die Bahn fuhr einfach weiter. Wir sind nicht durch die nächste Station gefahren. Ich war sicher, dass ich sie durch die Fenster gesehen haben müsste und die Bahn schien genauso schnell zu fahren wie sonst auch. Vielleicht sogar schneller. Ich weiß wirklich nicht, wie man so etwas messen soll. 10 Minuten vergingen. Dann 15 und es gab kein Zeichen dafür, dass die Bahn anhalten oder auch nur eine Haltestelle erreichen würde. Das sollte nicht möglich sein, aber es war so. Ich stand einfach da und versuchte, mein Gleichgewicht zu halten, ohne mich auf die Sitze zu setzen oder am staubigen Handlauf festzuhalten. Die Luft war dicht geworden und ich konnte eine kalte Feuchtigkeit riechen, wie in einem alten Keller oder einer Höhle. Nach fast 20 Minuten ging ich rüber und zog die Notbremse in der Hoffnung, dass sie funktionieren könnte. Ich musste den Hebel unter mehreren Lagen klebrigen Schlamm freigraben, bevor ich ihn ziehen konnte. Ich packte fest zu und zog. Er zerbrach in meinen Händen und ich konnte sehen, dass der Punkt, an dem er an der Wand befestigt war, vom Rost zerfressen worden war. Das war der Moment, in dem ich schließlich beschloss, mich hinzusetzen und abzuwarten. Entweder würde ich irgendwo ankommen oder nicht. Und wenn es mir gelungen war, in irgendeinen schmuddeligen Geisterzug zu geraten, konnte ich nicht viel dagegen tun. Ich hörte auf, meine Uhr zu überprüfen und saß einfach da. Irgendwann spürte ich, wie die Bahn anfing, langsamer zu werden. Es gab keine Anzeichen dafür, wo wir uns befanden und es gab keine automatischen Durchsagen. Ich blieb auf meinem Platz sitzen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich es bereute, Atheistin zu sein, denn ich glaube, ich hätte es geschätzt, einen Gott zu haben, zu dem ich hätte beten können. Am Ende fuhren wir so langsam, dass ich für 20 Sekunden nicht einmal bemerkte, dass wir stehen geblieben waren. Ich sah zu den Türen, aber sie machten keine Anstalten, sich zu öffnen. Und durch die Fenster konnte ich immer noch nur die leere Wand des U-Bahn-Tunnels sehen. Wir waren nicht in einer Haltestelle. Ich hatte bereits beschlossen, dass es besser war, aus der Bahn auszusteigen, als dort zu bleiben. Also gab ich mein Bestes, um die Türen zu öffnen. Es war überraschend einfach. Und als ich sie 4 oder 5 Zentimeter auseinander bekommen hatte, musste etwas ausgelöst worden sein und sie rutschten von alleine zur Seite. Auf der anderen Seite war die Wand des Tunnels. Aber anstelle der normalen Kabel- und Metallkonstruktion, die man von der U-Bahn erwarten würde, war hier bloße Erde. Sie war feucht und glitschig und anstatt eines 1/2 Meter breiten Spalts, den man zwischen Tür und Tunnelwand erwarten würde, schlossen diese nahtlos an. Es gab keine Lücke. Die Türen schienen völlig bündig mit dieser festen Wand aus Erde verbunden zu sein. Als mir klar wurde, dass ich durch keine der Türen hinauskommen würde, stand ich vor einer Entscheidung. Ich hatte meiner Meinung nach 3 Möglichkeiten. Ich könnte dort sitzen bleiben und warten, dem ausgeliefert, was auch immer diese Situation war. Ich könnte durch die anderen Wägen in Richtung des Zugendes gehen und hoffen, dass ich dort aussteigen und entlang des Tunnels zurückgehen konnte. Oder ich könnte dasselbe zum vorderen Teil der Bahn machen und hoffen, dass dort jemand im Führerstand war, der erklären konnte, was los war. Ich wählte die 3. Option. Das war natürlich ein Fehler. Die Türen zwischen den Wägen waren winzig und jede war mit mehreren hellen Warnschildern versehen, die mit Tod oder Strafverfolgung drohten, sollten sie falsch benutzt werden. Ich ignorierte diese und öffnete die Tür, die zum vorderen Teil des Zuges führte. Der Spalt zwischen den Wägen war schlammig und ein schwacher Regen aus Dreck rieselte vom Tunneldach herab. Ich öffnete die nächste Tür und trat in den Wagen. In diesem war es noch schmutziger als in dem, den ich verlassen hatte. Alles, was ich sehen konnte, war mit einer deutlichen Schicht aus matschiger Erde überzogen. Die Stille war einem neuen Geräusch gewichen, einer Art knarrendem Stöhnen, das sich anhörte, als käme es von der Bahn selbst. Erst später erfuhr ich, dass Metall sich so anhört, wenn es unter immensem Druck steht. Ich ging zügig durch diesen Wagen, sah nichts, was meine Aufmerksamkeit erregte, öffnete die nächste Tür am anderen Ende und setzte so meine Reise in Richtung des Fahrers fort. Ich hatte nicht wirklich darauf geachtet, wie lang die Bahn war, als sie eingefahren war, aber ich war in der Mitte des Bahnsteigs eingestiegen, also dachte ich nicht, dass es mehr als 4 oder 5 Waggons bis zum vorderen Teil sein könnten. Diese Tür schien ziemlich fest zu klemmen
und ich konnte sie nur mit großer Anstrengung öffnen. Ich wäre fast in die Lücke zwischen den Waggons gefallen, während ich versuchte, die nächste Tür aufzustemmen. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt tot wäre, wäre das passiert. Als ich diesen Wagen betrat, war das Erste, was mir auffiel, die Decke. An bestimmten Stellen schien sie leicht eingedrückt zu sein, mit großen Dellen im Metall, als würde etwas nach unten drücken. Viele der Lampen und Fenster waren zerbrochen und der ganze Wagen schien verbogen und verdreht zu sein, als würde er zerquetscht werden. Das Geräusch der Materialermüdung war hier stärker und mir wurde klar, was genau hier geschah. Wenn es sich weiter verschlimmern würde, standen die Chancen gut, dass der Fahrer, wenn es einen gab, bereits zerquetscht worden war oder zumindest jenseits meiner Reichweite war. Ich drehte mich um den Weg zurückzugehen, den ich gekommen war, aber die Tür hatte sich geschlossen und in den wenigen Sekunden, die es mich gekostet hatte, zu verstehen, was passierte, hatte der Druck den Rahmen bereits zu sehr verbogen. Sie klemmte fest und kein Treten würde sie bewegen. Ich geriet in Panik und sah mich nach einem Ausweg um. Was ich stattdessen am anderen Ende sah, war eine Person. Es war schwer, Einzelheiten zu erkennen, da schon alle Lampen in diesem Abschnitt zerschlagen waren, aber sie saß sehr still da. Ich rief, aber es kam keine Antwort. Ich ging zu ihr hinüber und als ich diesen Teil des Wagens erreichte, musste ich mich bücken, um der Decke auszuweichen. Er schien ein Mann zu sein, wahrscheinlich Ende 50, Anfang 60, mit einem struppigen grauen Bart und einer einst schönen Jacke. Er hatte eingefallene blaue Augen und der Sitz um ihn herum hatte sich so verdreht, dass er ihn jetzt in einer schmerzhaft aussehenden Position festhielt. Die Armlehnen gruben sich fest in das Fleisch seines Beins und sein Rücken war krumm. Trotzdem schien er noch zu atmen. Als er nicht auf meine Stimme reagierte, berührte ich ihn leicht an der Schulter. Seine Augen öffneten sich langsam und starrten in meine. Der Ausdruck in seinem Gesicht war der einer unbeschreiblichen Traurigkeit, als wäre die ganze Angst aus ihm herausgesogen worden und jetzt war nur noch irgendein unsagbares Elend übrig geblieben. Ich fragte ihn, ob ich helfen könnte, ob wir da rauskommen könnten, aber er schüttelte nur den Kopf. Sein Nacken machte dabei furchtbare, knackende Geräusche. Ich spürte, wie seine Hand sich um mein Handgelenk schloss und es mit einer unerwarteten Stärke festhielt. Ich versuchte, ihn wegzudrücken, aber seine Fingernägel gruben sich in meine Haut, so sehr, dass es blutete. Eine heisere Stimme voller Verzweiflung und Schmerz zischte aus ihm heraus. Er sagte zu mir, »Nicht genug Platz zum Bewegen, nie genug zum Atmen.« Dann ließ er mich los. Inzwischen war die Decke fast direkt über mir und die Wände sahen so aus, als würden sie bald nachgeben. Ich dachte darüber nach, welche Möglichkeiten ich hatte und nach ein paar Sekunden legte ich mich auf den Boden und schloss die Augen. Zerquetscht zu werden wäre schrecklich, ja, aber ich habe nie Angst vor dem Tod gehabt und es schien keinen Sinn zu machen, weitere Fluchtversuche zu unternehmen. Ich hielt es für besser, mein Schicksal zu akzeptieren und zu hoffen, dass alles nur ein schrecklicher Traum war. Als ich aufwachte, befand ich mich auf dem Bahnsteig von Berthamstow Central und einer der Stationsassistenten beugte sich über mich und versuchte zu sehen, ob es mir gut ging. Ich fühlte mich sehr benommen und wollte keine Fragen beantworten. Also tat ich so, als wäre ich betrunken, ignorierte seine Hilfsangebote und stolperte hinaus in die kalte Nachtluft. Es gab ein paar selige Minuten, in denen ich dachte, es sei alles nur ein Traum gewesen, aber dann bemerkte ich, dass ich von Kopf bis Fuß mit Schlamm und Dreck bedeckt war. Und mein Handgelenk schmerzte. Da waren 5 tiefe rote Furchen, die die Form einer umklammernden Hand erkennen ließen. Das ist alles. Nun, das klingt sicher nach einer unangenehmen Erfahrung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie ganz verstehe. Sind Sie irgendwie eingeschlafen oder... Das muss ich wohl. Das ist beeindruckend. Benutzen Sie immer noch die U-Bahn? Natürlich, ich lebe in London. Ja, verstehe. Gibt es sonst noch etwas? Ich habe Ihnen erzählt, was passiert ist, also bin ich hier fertig, oder? Ich nehme an. Ja, wir werden das untersuchen und wenn wir etwas finden, werden wir Sie informieren. Machen Sie sich keine Mühe. Ich habe damit abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Nun, das war schroff. Frau Gorka mag vielleicht nicht an weiteren Untersuchungen interessiert sein, ich aber schon.
Seit der Einführung der Night Tube gab es eine Handvoll Vermisstenfälle, bei denen die betroffenen Personen angeblich vorhatten, den nächtlichen Londoner U-Bahn-Service in Anspruch zu nehmen. Es ging hauptsächlich um die Victoria und um die Northern Line und alle Betroffenen waren allein unterwegs. Zwischen diesen Fällen wurde keine Verbindung gesehen, da die Vermissten, zumindest laut den Überwachungskameras, nie tatsächlich an den entsprechenden Bahnhöfen angekommen sind. Nun, Sascha ist es gelungen, dieser Sache in Frau Gorkas Fall nachzugehen und es scheint keine Aufzeichnung darüber zu geben, dass sie jemals King's Cross St. Pancras betreten hat. Martin konnte allerdings Leanne Hillard kontaktieren, die den Rest von Frau Gorkas Geschichte bestätigen konnte. Die TfL war verständlicherweise nicht bereit, einen Kommentar abzugeben. Interessanterweise gibt es zu einem der Vermissten, einem Mann namens Nicholas Lackman, ein Foto, das auf die Beschreibung von Frau Gorka zu passen scheint. 63 Jahre, leicht ungepflegter grauer Bart und blaue Augen. Er wurde zuletzt gesehen, als er am Samstag, dem 17. Dezember 2016 um 2.30 Uhr morgens in Richtung des Bahnhofs Moorgate ging, nachdem er sich mit seinem Sohn gestritten hatte. Sein Sohn glaubt nicht, dass er den Bahnhof jemals betreten hat. Offenbar hasste Nicholas Lackman es, allein mit der U-Bahn zu fahren, da er unter starker Klaustrophobie litt. Wahrscheinlich sollte ich Sascha darauf hinweisen. Ich glaube, sie fährt mit der Victoria Line zur Arbeit und sie neigt dazu, länger zu bleiben, als sie sollte. Abgesehen davon muss ich hier noch etwas fegen. Frau Gorka hat den Raum ziemlich dreckig zurückgelassen. Ende der Aufnahme. Nachtrag. Jemand lebt dort unten, in den Tunneln. Davon bin ich jetzt überzeugt. Ich habe keine weiteren Buchseiten oder Überreste gefunden, die darauf hinweisen könnten, dass dort noch andere Bücher sind. Aber je mehr ich die unteren Ebenen erkunde, desto mehr normale Abfälle finde ich. Essensverpackungen, leere Flaschen, sogar eine Zeitung vom letzten Jahr. Wer auch immer da unten ist, scheint normalerweise gründlich hinter sich herzuräumen. Die Dinge, die ich gefunden habe, waren eher in den Ecken, die den meisten entgehen würden, wenn sie nur für sich putzen. Ich finde es seltsam tröstlich, dass wer oder was auch immer da unten ist, essen muss. Das heißt, dass sie zumindest weitgehend menschlich sein müssen, was beruhigend ist. Aber warum? Und wie lange schon? Und woher kommen die Vorräte? Wenn Basira an ihr Telefon gehen würde, würde ich um polizeiliche Hilfe bitten für den Fall, dass es sich um einen gestörten Mörder handelt. Vor allem, da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er derjenige war, der Gertrude getötet hat. Vorausgesetzt, das ist nur einer. Ja. Bei näherer Betrachtung werde ich meine Erkundungen wohl aussetzen, bis ich mit Basira sprechen und Hilfe bekommen kann. Ende des Nachtrags. Das Magnus-Archiv ist in deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch RustyQuill.com.